Urlauberseelsorge im Kern ist die Betreuung deutscher Urlauber hier in den Kirchen, hier an den Küsten und vor allen Dingen im Gottesdienst. Gerade Renesse wird sehr gut angenommen von den Urlaubern. Heute etwas weniger als normal, weil das Wetter überraschenderweise so toll geworden ist. Viele gehen zunächst mal zum Meer. Trotzdem hatten wir etwa an die 50 Gottesdienstbesucher. Dazu gehört auch noch die offene Kirche, die ich einmal in der Woche hier betreue. 2 Stunden bin ich dann hier zusammen mit meiner Frau. Selten erzählen Menschen auch von Problemen, die sie haben mit kranken Angehörigen, mit Sterbenden, mit Eheproblemen, belasteten Menschen. Das kommt schon vor, aber kommt nicht so oft vor. Ich denke, das liegt daran, dass die meisten im Urlaub erstmal so manches auch beiseite schieben und sagen, wir wollen erstmal froh sein, dass wir hier sind, die Zeit genießen und uns freuen am Urlaub. Die meisten Menschen, die in die Kirche kommen, sind Menschen, die auch schon was mit dem Glauben zu tun haben. Sie kommen aus ihren Heimatgemeinden, aus landeskirchlichen, aus freien Gemeinden, aus katholischen Gemeinden. Das Ganze ist auch ökumenisch auch aufgebaut. Und sie suchen das, was sie auch zu Hause gerne haben, die Vertrautheit der Lieder, der Gebete, des Wortes Gottes. Manche zünden auch in der Woche eine Kerze an in der stillen Ecke hier in der Jakobuskirche, schreiben eine Fürbitte in ein Fürbittbuch, das da ausliegt. Ich selber mache Urlaub auf der übernächsten Insel von Polder, da haben wir einen festen Wohnwagen, von dort aus kommen wir hierher.